Was geht YouTube? Tactics ist wieder am Start mit einem neuen GTA 5 Video. Heute zeige ich euch ganz einfach, wie ihr mit einem kleinen Trick viel RP machen könnt. Und dann fangen wir mal auch direkt an und starten das Video. Das erste, was ihr machen müsst, um diese Mission zu starten, ist ganz einfach, ihr sucht euch euren Freund aus und fügt die Mission aus der Beschreibung hinzu. Über Social Club, das solltet ihr alle wissen, also wie das geht, das ist ja nichts Neues mehr langsam. Und die fügt ihr dann einfach hinzu, startet die Mission mit einem Kollegen und tötet einfach alle Leute, die auf euch zurennen. Am besten nicht euren Kollegen, weil dann ist das nicht so erfolgreich am Ende. Einfach die Leute töten, meistens immer Headshots, das ist ganz einfach. Hebt die Waffen wieder auf, gebt den Headshots und wenn ihr so merkt, okay, ihr kriegt keine RP mehr für einen Kill, dann sammelt ihr diese Päckchen auf und packt sie in euer Kreis, damit die Mission zu Ende ist. Und wenn die Mission zu Ende ist und das immer noch im Ladebildschirm ist, um diese Anzeigen zu machen, spammt ihr R2 mit eurem Kollegen, damit die Mission direkt wieder neu startet. Und dann habt ihr den kleinen Trick auch schon gemacht, dann startet die Mission neu und dann kriegt ihr die ganze Zeit RP pro Kill. Die ganze Zeit kriegt ihr einfach RP pro Kill. Pro Kill. 25 RP, das sollte eigentlich auf Masse lang. Wenn ihr merkt, okay, die Mission ist langsam zu Ende, geht ihr einfach wieder zum Kreis, sammelt die Päckchen ein und dann wieder in den Kreis und dann macht ihr das Ganze wieder. Und dann wieder R2 Spam und das Ganze. Und dann kriegt ihr die ganze Zeit RP und am Ende sind das eigentlich schon gut ein paar tausend RP, wenn ihr das richtig macht und auf schnell macht am besten. Und ja, das ist eine RP-Methode, die eigentlich nichts mit einem Glitch zu tun hat, nur das ist halt der kleine Trick, dass die Mission direkt wieder neu startet. Und ja, das ist die einzige Methode zurzeit RP zu bekommen. Die meisten wollten halt RP in dem letzten Video in den Kommentaren. Deswegen habe ich jetzt diese Methode rausgesucht, die habe ich schon mal gezeigt, also nicht wundern. Und schöne Grüße nochmal an diesen, an Ikebug. Ikebug 97, 8 und was weiß ich, ich weiß es nicht. Schau mal in die Beschreibung auf jeden Fall, da ist sein PSN-Account verlinkt. Cool, dass er auf jeden Fall mitgemacht hat, Dankeschön nochmal an dich. Und ja, das war's dann von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch mal einen Daumen hoch. Abonniert natürlich nicht vergessen und schaut bei Twitter vorbei auf jeden Fall. Ansonsten sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.